Schönen guten Abend, ihr Blattsacker. Schön, dass ihr wieder dabei seid in der Zone. Nach der letzten Folge habe ich mich erstmal auf den Rückweg gemacht, nach Hause. So das Übliche. Erstmal Schrotflinten gegrillt, bisschen was essen. Bisschen Zeug verkauft. Ihr kennt das ja, ich habe unsere SVD aufgerüstet. Fast ans Maximum. Wir sind übrigens im Cordon wieder und von hier aus machen wir uns jetzt mal kurz auf den Weg in die Meadows. Ich hoffe, der Kurs passt. Ja, sollte hinhauen. Schon wieder so geiles Zoom-Wetter. Ja, da haben wir einen Tötungsauftrag. Den werden wir erledigen. Und danach machen wir uns dann Richtung Bar auf, um mit dem Barkeeper über die lebende Legende zu sprechen. Genau, und in den Meadows, da sehen wir uns gleich wieder. Da sind wir. Dann lasst uns mal gucken, was uns hier erwartet. Irgendwas löst da die ganze Zeit die Anomalie aus. Er ist hier direkt mit seinem Schädel durchgelaufen. So cool das klingt, aber ich muss hier raus, ja? Ja. Na klar, nimm dir was du brauchst. Hier. So, ich weiß gar nicht, was wir hier töten sollen. Ich glaube, es geht wie so oft um Bandidos. Eigentlich haben ja die Banditen hier keine Rüstung, ne? So, und in die Schrotflinte. Dann machen wir mal die hier. Glaube ich, richtig leckere Antipersonen-Munition. Und dann hoffe ich ja, dass wir es mal schaffen, in diesem kleinen Abschnitt einfach mal nicht zu sterben. Weil wir ja eigentlich auch heftige Agents sind. Einer liegt da. Das ist halt echt schwer. Aslako. Oh! Wo kommt er denn her, bitte? Der knallt mir instant ab.
es ist unglaublich. Immer wenn ich losrenne, ich häng immer an irgendeiner Kacke, Alter. Meine Fresse. Ja, es ist so ein Schwachsinn, ey. Ohne Witz. Wie? Nee. Nee, geht gar nicht, Alter. Ich meine, warum ist denn das immer so? Jedes Mal hängst du irgendwo. Du willst ja nur durch. Es geht nicht, Alter. Und wann ist er bitte hier an die Mauer rangepusht gerade? Er war ja überhaupt nicht da. Echt, nee. Und der erste Schuss, ich kann ihn ja nur irgendwie treffen. Es geht ja, er steht ja, er guckt ja quasi in meinen Lauf. Nee. Zählt nicht. Du verreckst wieder. Er muss ja irgendwie wanken. Er wird ja irgendwie getroffen von mir. Auch der Typ mit der Mosi gerade. Noch mehr aus dem Lager. Irgendwie hat er da gerade noch rumgelabert. Oh, jetzt sind wir die Unsichtbaren. Alter, die ist niemand! Nein! Nein! Alter, das ist so ein Scheiß, Alter! Das ist so lächerlich. Willst du mich verarschen? Du stehst vor mir. Da ist ja nicht so, dass er da durchgesprintet ist. Ah, er kommt. Ein anderer noch. Oh, er hüpft wieder oben runter. Ey, diese Scheiße jedes Mal, dass deine Waffe entladen ist, wenn du sie geupgradet hast. Ey, was das immer an Stress verursacht. Wie kann denn das sein, dass lebensgefährliche Kämpfe Stress verursachen? Oh, scheiße, Alter. Komm jetzt nicht mal ordentlich an mein Loot. Sieht gut aus. Bisschen Wasser. Der Laden ist hier mal echt. Das, was man sich so denkt dabei eigentlich, ne? Wenn man so ein Lebensmittelgeschäft aufsucht. So, ich lasse das hier erstmal kurz über mich ergehen. Stehe ich hier jetzt gut?
Okay. Das haben wir erstmal überstanden. Das mit unserer Beute, das ist natürlich schwierig. Da brauche ich es nicht versuchen. Die sind alle so reingefallen. Ja, die dürfen da halt durchlaufen. Da guck mal, endlich zu einem Artefakt. Leg das Ding an. Wo kam er denn jetzt so schnell her? Timoa Banana. Alter, nicht sein Ernst, Mann. Ja, komm ich nicht ran. Schock mir weg. Was stöhnt der, mein Kollege? Schon wieder so rum. Was haben wir hier gefunden? Tapeworm. Ja, mal gucken, was Herr Banana dabei hatte. Der AK-47. So richtig klassisch unterwegs, der Mann. Vielen Dank. So, und an sich haben wir unseren Auftrag erfüllt. Aber ich möchte noch ganz kurz da auf Gelände gucken. Weil erstmal stehen hier vorne auch immer gerne ein paar Kollegen. Die Hilfe brauchen. Oh. Guck dir das an. Sein Kollege dahinter hat das gemerkt. Oh oh. Noch mehr von euch? Da hinten. Ich hätte hier einfach am Fenster inner stehen müssen, links die ganze Zeit. Ach. Nicht sein Ernst. Du willst mir wohl wieder finden. Oh, fuck off! So ein Quatsch. Woher ist doch einer drin? Wo kamen denn jetzt die Schüsse bitte? Da. Was soll das? Auch immer so sneaky auf immer auf. Ich finde ganz cool, dass man Renegades mal abseits der Sümpfe trifft. Da nicht da. Krasses Outfit, Kollege.
So. Ich glaube, hier haben wir erstmal unser Nötigstes getan. Wir treffen uns dann in der Bar wieder. Mache ich mich direkt auf den Weg. Aber zu Fuß heute. Ich muss nämlich an der Müllhalde noch ein bisschen Fleisch verkaufen. Und vielleicht was kochen. Bis gleich. Wir sind doch noch kurz auf ein paar Müllhalde unterwegs. Dem, dem, dem. Fleisch ist verkauft, ich habe grobe 10.000. Gerade die Pistole weggepackt. Aber ist auch das Falsche drin für euch, Jungs. Nehmt euch Zeit. Ah. Was ist das mal für komisches Geräusch? Aber er will nicht, weil er alleine ist. Ist ja kleiner Schisser. Willst du mit mir spielen, ne? Ich möchte ganz kurz einen Abstecher zum Walmart machen hier. Okay, ihr habt die Sache im Griff. Ja, schon ganz oft erlebt, da komme ich hier vorbei und dann hängen da einfach Banditen ab, ja. Weil irgendwie waren hier auch schon wieder Kämpfe. Als ich shoppen war. Moin. Здорово, брат. Mit hier besucht ihr eine Metallschaufel. Rostock Checkpoint, das ist nicht. Ich krieg hier immer wieder, ich kann den Auftrag immer wieder annehmen. Was? Was ist das? Das ist eigentlich genau wie vorne, oder? Das scheint doch nicht zu funktionieren. Guck mal, hier unten muss ich noch Fleisch abgeben. Fleisch. Nee, ist hier oben. Na, stimmt, der unten, der Typ da unten, der macht ja immer nicht viel. Mit Ihnen hier, Sir. Ein bisschen Kohle für ein PDA eingestrichen. Kann man mal machen. Ich bin gespannt, wann ich hier irgendwann mal. Ich habe nämlich ein bisschen das Gefühl, dass es das nicht gibt. Ich habe das mit der Metallschaufel habe ich ja gar nicht angenommen. Irgendwas scheint hier ein bisschen. Bisschen sonderbar zu sein. Sind Sie mein Auftrag, Mensch? Dann lassen Sie mich mal durch. Oh, ist sein Ernst? Ist das sein Ernst? Bitteschön. Ihr Fleisch. Schönen Tag. Freut mich, wenn wir wieder Geschäfte miteinander machen. Und wir sehen uns jetzt in der großen Stadt wieder. Ich weiß gar nicht, warum wir so ein muchtiges Wetter haben. Es gab mal 13 Uhr. Das sieht aus, als ob hier gleich wieder Dienstschluss ist. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unseren Skill Points? Offensive geht natürlich richtig ab. Aber ist ja okay, ist also soll sie ja auch nicht überschlagen, das Ganze. Aber sprechen die echt langsam? Also ein Stalker spricht ja wohl nicht viel.
Übrigens cool von euch der Hinweis mit dem HUD FOV. Also über die Einstellung im normalen Grafikmenü natürlich nicht. Aber das heißt ja in der Konsole auch so und damit habe ich dann wieder die Einstellung gefunden, wie es ursprünglich mal war. Das ist schon extrem angenehmer. Sieht doch nicht mehr so eigenartig lächerlich aus. Also einfach dem Wetter geschuldet, ne? Es ist halt kein klarer Tag, es ist wolkenverhangen in der Zone. So. Könnte man nochmal einen groben Check haben. Das Problem ist immer, ich verkaufe ja auch das ganze Zeug über Instant beim Fleischer halt, ne? Wenn jetzt hier irgendwie um die Ecke kommt und sagt, ja, ich hätte gern ein Pelz davon. Wobei, so eine Sache würde ich hier halt nicht stumpf verkaufen, aber die kriege ich halt auch einfach nicht. Ich habe noch keinen Blutsauger getroffen. Nur einmal, als ich eine Stelle neu geladen hatte. Special Mutant im Wild... Ja, zum Wildterritorium müssen wir auch noch. Das machen wir nicht. Das habe ich tatsächlich auf Lager, das können wir mal annehmen, dass ich das nicht vergesse. Das können wir mitnehmen, da werden wir uns demnächst halt hinbegeben. Können wir da auch ein bisschen Sightseeing machen. Ich kann hier Dokumente bergen? Für Clear Sky? Im Darkscape. Ja, da wird er vielleicht selbstständig irgendwann sterben. Controller Brain, Bohrerhand, Rosinen. Ah, Lurker-Ei geht. Das habe ich jetzt leider übersprungen. Katzenschwänze habe ich alle verkauft. Komm, das nehmen wir mal an. So. Ja, wie gesagt, also nur einmal, als ich ein bisschen rumgefilmt habe, im Strelox-Untergrund, da hatte ich dann einmal einen bei. Ja, da bin ich verreckt und beim nächsten Mal laden war er dann wieder verschwunden. Also keine Chance. Aber wird sicherlich alles noch später Überhand nehmen. Ist dunkel hier. Oleg Abject. Keiner Name. Ich muss mit dir... Muss man wieder in die Badewanne? Ich muss was wissen wegen Strelok. Folge der Spur. Wir müssten uns vielleicht noch ein bisschen Wasser kaufen. Nike kann ja unsere ganzen Kippen haben. Alte Brot, Wodka, den Dreck hier. Naja, vielleicht hätte ich nicht jetzt das ganze Essen verkaufen müssen. So. Und wir tauschen gegen eine Flasche Wasser. So, ne? Ich denke, das kennen ja die meisten von euch. Er erzählt, dass er in den gefährlichen Teil der Zone gegangen ist. Halt durch die Barriere und tralala in die Richtung. Und dass es jetzt unsere Aufgabe ist, ein Paket abzuliefern. Nee, hier müssen wir uns ja jetzt den Psy-Schutzhelm besorgen in Yanta. Da haben wir auch die Kohle, müssten wir haben. Die kostet ja ein bisschen was. Und dann. Genau, dann haben wir da erstmal wieder ein Labor vor uns. Right? Right. Aber wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg ins Wildgebiet. Also da müssen wir sowieso durch. Nicht zwingend, aber ich will da durch, hab Bock drauf. Ich stehe aus dem Wildgebiet und da sehen wir uns wieder.
Das gleiche ist Schergen. Mann, muss ich viel für euch aufnehmen an Zusatzvideomaterial. So, wir haben es geschafft. Wir sind endlich im Wildgebiet. Und jetzt heißt es erstmal Söldner bearbeiten. Wir als alte Profis kennen das Problem ja. Versuchen wir erstmal so nah wie möglich ranzukommen an die Jungs. Jetzt gar nicht, kann man hier. Das ist geil, glaube ich. Das ist eine schöne Position. Kann natürlich sein, dass die KI uns hier trotzdem wegsnackt. Ah, das sieht schon mal gut aus hier. Haha. Oh, Alter, was macht er? Oh, oh. Stand ein Bandit mit oben drin. Hier sind alles bei, Freund. Oh, kommt noch einer. Bis er das Ding in Anschlag bringt, ne? Salva, bling bling. Slava, Slava, Entschuldigung. Alle mit Schrumpflinte bewaffnet? Spaten kommen ja eh nie bei mir an. Das ist so ein ärgerlicher Bug, ich verstehe es nicht. Oh, Schokolade, lecker. Die gute alte Schokolade. Mal gucken, hier ist ja ein schöner Alarm. Hier alle bei. Mann, Mann, Leute. Ja, es macht halt einfach eigentlich keinen Sinn, hier für mich Schrott zu sammeln, weil ich mir niemals unter den Umständen eine eigene Werkbank zusammenschustern kann. Weil ich habe hier nie Holz irgendwo gefunden und Spaten, seht ihr ja, landen bei mir immer noch nicht im Inventar. Und auch wenn ich die zerlege im Inventar des anderen, bekomme ich kein Holz, also ich kann niemals eine Bank basteln. Kann ich nur so drücken? Ist nicht. Ist ja zum Glück nicht ganz so schlimm, weil man ja vieles hier selbst über Geld regeln kann. Das ist ja das Gute wieder. Wie sieht es eigentlich aus mit Verstecken? Boah, ja genau. Wir haben ein grünes Versteck direkt hier.
krass. Ist ja cool. Das kenne ich überhaupt nicht. Geil. Ey, ging das bei Gamma auch? Oh, war das eine einmalige Sache? Nee, komm. Das ist Scheiß. Ah, okay. Das ist ja cool. Ah, dann... Hier kann man hin? Man kommt hier einfach auf die Rückseite. Ist diese spiegelglatt nass. Ist ja lustig. Ah. Guck mal, hier sind so ja noch Kisten. Krass. Das geht nicht. Wenn jetzt hier so ein fieser Mutant versteckt wäre, wäre lustig. Hier sind auch noch Boxen. Also wenn das so gemacht ist, dass man hier hinten auch noch irgendwas überwinden kann. Dann, oh. Alles klar. Da kann man ja vielleicht auch noch so ein bisschen dran arbeiten, ja. Das Wetter braucht anscheinend noch so ein bisschen Feintuning. Was ist das hier, Leute? Das ist ja cool. Dann müsste ja theoretisch... Da hinten ist ja dann der Übergang zum Tunnel, ja. Jetzt völlig fertig. Ah, das habe ich mir gedacht, ne? Es nimmt. Au, au, au! Durch die Wand gezackt. Aber das nützt ja gar nichts, also. Was hier los ist? Wie lustig, Leute. Ach nee, komm ich nicht rüber. Es wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt für uns, da die Söldner rauszunehmen, ohne dass sie uns halt zu krass auf den Sack gehen. Ein Garagentor ist ein bisschen klein geworden hier, hä? Naja. Ah.
Das nützt mir ja nichts. Ich darf halt nicht rüber. Warum ist denn mein Charakter immer gleich komplett außer Atem, wenn er irgendwo hochklettert? Wir haben ja nicht mal ansatzweise das Maximalgewicht erreicht. Hör mal auf zu heulen. Weil du da jetzt vielleicht, ja, 160 Kilo hochziehen musst oder so. So, okay. Also, nicht nützlich, sei denn... Lass mich zurück. Es sei denn, man möchte... das Kistenarchivment haben. Oh. Ist jetzt einfach nur ein normaler Sturm, oder was? Ohne Emissions. Ja, ja, ist gut. Da mal kurz ein bisschen rein gelaufen bin, ey. Die haben richtig zu tun, die Söldner. Rennen die gerade in der Enge? Okay. Oh, mit Snorks haben sie auch... Wow. Vier Stück. Ja, ist klar, dass wir bloß noch zwei erlebt haben. Oh, fünf, sechs. Was ist hier los? So, wird es gleich wieder strahlender Sonnenschein. Alles wieder zu viel Lampe aus. Oh, die ist hier besser. Die ist custom, Junge. Aber hat denselben schlechten Zustand. Ich hätte Bock drauf, ne? Aber ihr wisst ja, wie das ist. Ich mach's dann doch wieder nicht. Wobei, hier könnte ich mir das vielleicht vorstellen. Dann erstmal ein bisschen Rückenmark hier entfernen und so. Hier eigentlich Verstecke in der Nähe? Nee. Aber einen Stalker haben wir noch. Ist ja zufällig so, ja, das Kaliber alles für die Maschinenpistole. Das ist ein mutierter Mutant. Haben sie mit einer Spinne gepaart. Ach, hier ist der Kollege. Aber er ist halt entspannt drauf, so. Versuch ihn mal zu messern. Dann.
Ja. Irgendwann ist Schluss, ne? So, Messer funktioniert schon mal, ja, ne. Also falls wir irgendwann mal verleitet werden, das zu machen. Keine gute Idee. Was haben Sie hierbei? Aha. An den Bolzen nehme ich auch mit. Wir müssen uns ja gleich durch die Anomalien kämpfen. Ach, Zombies haben wir ja auch noch. So, ich würde sagen, ein Versteck war noch hinten am beim Hubschrauber. Das gucken wir uns mal auch noch an. Was haben wir hier Schönes? Medizin, bisschen was zu naschen. Was macht das Yadolin hier? Einfach nur Lebensenergie herstellen. Über einen großen Zeitraum. So, jetzt wartet nur noch der Tunnel auf uns. Das Gute ist, man erkennt hier sehr schön, wo die Anomalien, also die Auslösungspunkte sind. Nicht so, ja, zum Greifen. Knot! Wir haben Knot aus der Not befreit. Was macht denn Knot? Knot! Game Changer Artefakt. Das Artefakt in den Gürtel zu hängen. Ein Pakt mit der Zone dann eingehen. Das ist ein dämonisches Artefakt. Kannst du glauben, das schiebe ich gleich Sacharow zu. Kann er daran rumlecken, aber ich schnell bitte nicht an Gürtel. So viel steht fest. Ah, ist das wieder herrlich. Ja, ich das sehe, Alter. Sorry, wir hatten das ja schon so oft. Aber einfach nur der Handschuh mit der Schraube in der Hand. 2007 erschienen. Na gut, Leute. Ich bedanke mich, dass ihr bis hier dabei wart. Für diese Folge. Und wir sehen uns dann in Yanta wieder. Habt einen ruhigen Abend. Bleibt gesund. Haut rein.